So, herzlich willkommen zum MyTest Let's Play zum Carpeten MapGen. Nein, was wir brauchen ist einmal das hier. So, Folge 9. Das war der. So, dann einmal über Key. Wo waren wir? Okay. Haus war soweit fertig. Soweit ich weiß. Ja. Okay. So, wir haben hier eine Kiste mit Krimskrams. Diese Kiste, genau, eigentlich können wir, weil hier oben Kiste hinstellen, naja, ich bin irgendwie in letzter Zeit so dieser extreme Dwarver-Typ, deswegen habe ich die Mod ja auch bei meinem Server hinzugefügt, würde ich hier auch gerne Dwarver hinklatschen. Es lohnt sich aber bei dem bisschen Zeug, was wir bisher haben, eigentlich noch nicht. Deswegen lasse ich das erstmal. Und würde mich viel lieber wieder auf eine kleine Suche begeben, sodass wir endlich mal ein bisschen Mineralien suchen. Also ja, Eisen und vor allen Dingen, ich glaube mal, Diamanten finden wir nicht so schnell. Aber wenigstens, dass wir mal ein bisschen Eisen endlich mal haben. Ja. Wäre ganz praktisch. Okay. So. Okay. Was brauchen wir? Wir haben Obsidian. Wow. Warum auch immer. Wisst ihr was? Wir machen uns deshalb einfach mal. Wir haben ja schon ein bisschen Baumwolle. Wir machen uns einfach mal eine Tasche. Ich bin gerade ein bisschen raus. Wir brauchen. 6 mal 4. Hä? Hä? Doch, wir brauchen 4 Taschen. Also brauchen wir insgesamt 24. So. Du kommst dahin. Bam. Also jetzt haben wir 4 kleine. Ach Gott. Ist ja gut. So, aus den kleinen können wir dann jetzt, wie war das? Das war glaube ich so. So. Hallo? Was ist mit meiner Maus los? dann Maus? Ah genau, okay. Ach ja, warte. Eigentlich hätte das so gemusst, hätte ich mich jetzt einfach klick, klick und klick machen können. Klick, klick und klick. Tada! So, haben wir eine große Tasche. Haben wir endlich mal ein bisschen externen Stauraum. So, wir haben nur Steinwerkzeug, genau deswegen will ich mich ein bisschen Eisen farmen. Ja, das heißt, wir brauchen Nahrung. Da haben wir. Gekochte Schweinekoteletts, sehr gut. Oh, wir haben noch ein bisschen was, sehr schön, sehr schön. Okay, Brote haben wir noch nicht. Schade eigentlich. Gut, dann nehmen wir also als primäre Nahrung ein paar Äpfel mit. Und als Backup hier ein bisschen Fleisch. Wobei, 98 Äpfel sollten eigentlich eine Weile reichen. So, wir haben Gestein. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch Holz. Und erstmal können wir gleich ein paar Stöcker mitnehmen. Oh, die 3 müssen auch noch mitnehmen. Haben wir die auch endlich mal weg. So, was brauchen wir noch? Fackeln sollten wir mitnehmen. Da haben wir 22. Kohle haben wir auch noch als Backup.
Blätter können wir eigentlich tatsächlich mitnehmen, um uns schnell irgendwo hochzubauen. Ist eine ganz nicey-dicey Idee. So, ansonsten. Nö, ich würde nur sagen, mehr brauchen wir erstmal nicht für eine Wandertour. Und selbst wenn, mehr haben wir nicht. Ja, ich wünschte, das hier würde mal ein bisschen schneller wachsen. Das dauert immer so ewig. So, okay. Dann würde ich mal sagen, wir haben alles. Siehst du? Haben wir noch ein Schwert in der Kiste gehabt? Das müsste ich mir jetzt gleich mal eins craften. Ja, haben wir. So. Okay, ich würde mal sagen, in die Richtung waren wir schon oft genug unterwegs. Da ist nichts. Wir gehen einfach mal in die andere Richtung. Und latschen erstmal instant gegen Bäume. Und so muss das sein. So, die Wolken gehen von links nach rechts, müssten sie. Ja. Das heißt also, wir laufen jetzt in die Richtung und ja, beim Zurückgehen müssen wir dann darauf achten, dass die Bäume von rechts nach links gehen. Schönes. Durchwachsene Landschaft. Mag ich. Mag ich sehr. So, wir halten uns erstmal hier am Strand. Das hilft der späteren Orientierung. Na schau mal an. Also Kohle haben wir jetzt schon mal ein bisschen was. Das geht tatsächlich schon. Mehr aber erstmal nicht. Oh. Sand kann ich runterfallen. Licht da Licht. Oh ja, da gibt es jetzt bereits wieder Ende. So tiefes Ende? Ist hier ein Gefälle irgendwo oder was? Ach nee, ist nur ein Guckloch. Ah, okay, ist nur ein Guckloch. Boah, das sieht schon geil aus. Okay. Tja, das Problem ist, wenn da oben Gucklöcher sind, dann dürfte die Höhle gar nicht mal so tief runtergehen, sondern dürfte eher so flach bleiben. Ja, oder vielleicht auch doch nicht. Gut, ich klopfe erstmal ein bisschen am Sand. Ne, ist alles stabil. Okay. Wow, das war hier Skill over 9000. Oha. Okay, hier geht es noch ein bisschen tief runter. Gut, dann gucken wir mal, wie wir es den Dümmsten runterbauen. Hier schon mal eine natürliche Treppe, dann versuche ich immer nach hier vorzuführen. Hallo? Was tue ich hier? Und unser erster Schwung Fackeln ist schon fast aufgebraucht. Hoffentlich enttäuscht mich die Höhle nicht schon wieder.
ja schon mal die zweite Höhle, die wir gefunden haben. Und die erste war mir doch eher ein Reinfall. Na komm, geh doch. So, ja. Die ersten Fackeln sind damit bereits leer. Das war wieder... klar. So. Na komm. Oha. Oha. Oh, ja, doch, jetzt definitiv ein bisschen tiefer runter. Oh! Okay, hier müssen wir gucken, wie wir runterkommen. Jo, warte mal ganz kurz. Ich mach mal kurz hier eine Fackel hin. Hä? Okay. Wie ist denn da? Ah, okay. Gut, dann wäre es fast günstiger. Oh, nee. Oh Gott. Wenn ich da wüsste, wie die Höhle dort weitergeht. Gut, doch ich würde persönlich sagen, wir packen uns hier einen Stein hin und dann bohren wir uns hier natürlich im Schlängel weiter. Och man, ernsthaft jetzt? Dankeschön. Und dann gucken wir mal, wie die Höhle sich weiter verläuft. Also, ja, wie der weitere Verlauf der Höhle ist. Hier geht es leider so steil runter, dass man hier nicht wirklich Einsicht hat. Auch keine Einsichtsverbesserung. Hier ist einfach gar nichts. Ach komm, hier, dann machen wir es einfach Classic. Da. Easy. Oha. Oha. Na gut, vielleicht haben wir aber dadurch Glück und wir kommen damit sehr schnell auf das Niveau, wo es dann endlich mal vielleicht Eisen gibt. Und das wäre ganz schnieke. Es geht mir zwar persönlich gesehen etwas zu steil runter, aber ich betrachte das einfach mal als von lieben Gott gegeben. Hey. So. Sehe ich hier Zinn? Ja, Zinn. Nicey dicey. Na gut, Zinn brauchen wir erstmal überhaupt nicht. Aha, hier sieht es aus, als wenn es wieder flacher. Nee, doch nicht. Ich dachte schon, es wird wieder flacher, aber Pustekuchen. Gut, die Fackel lasse ich einfach mal. Da kann man, wenn man von oben guckt, das besser überblicken hier. Und ich buddel mich hier weiter, wie überhaupt. Da scheint wieder flach zu werden. Das heißt, ich buddel mich hier noch. Achso, ist ja blöd. So, was mach denn hier? Gut, du kommst weg, du kommst nach da. Dafür kommst du da. Beziehungsweise, du kommst einfach mal nach da. So. Gott, nach den ganzen Let's Play Together ist mal wieder alleine mein Test. Ich bin hier irgendwie wieder komplett ein anderes Gefühl quasi, ja. Vor allem gestern war ich richtig verhext. Ich kam ja gestern im Let's Play Together überhaupt nicht zurande. Ich habe ja für jeden einzelnen Schritt habe ich eine halbe Ewigkeit gebraucht. So.
Da die Steinreihe muss ich noch überwinden. Das heißt, ich gehe hier 2 und dann gehe ich hier jetzt rein. Erstmal packe ich mal hier mal ein bisschen dicht hin. So, dann müsste jetzt gleich der Durchguck kommen. Okay. Oh! Oh! Okay. Die Höhle entwickelt sich doch anders, als ich erwartet hätte. Ja, ist ja gut jetzt. Dahin. Dahin. Easy Pupisi. Okay, jetzt bin ich aber mal gespannt, wie es hier weitergeht. Oh. Nicht allzu. Ach du Scheiße. Oh oh. Okay, das war dann wohl nichts. Dann kann ich das hier auch instant sein lassen. Die Frage ist, ich komme hier auch nicht weiter. Brrr. Gut, machen wir anders. Ich grabe mich erstmal parallel zu dem Ding bei meiner Treppe hier weiter nach unten, halt also in die Richtung. Fackel ist da drüber, okay, sehr schön. Eisen, wir kommen. Schon wieder dunkel hier. Gibt ja gleich wieder Stress von der Aufsichtsbehörde. Übrigens musste ich gestern ein bisschen lachen und bin ganz heilfroh, dass meine Server nicht allzu besucht sind. Ich habe nämlich gestern mal wieder Minecraft Sumo geguckt oder Sumo irgendwie sowas. Also hier, das ist von Unge gespielt. Also von Unge. Unge. Ja, war mal wieder ein bisschen witzig. Für den Fall, dass wer nicht weiß, was es ist, also was Minecraft ist, sollte jeder wissen. Und ungespielt ist ein YouTube-Let's Player, der macht quasi ein Gruppen-Let's Play, genauso wie ich es mache, nur halt im etwas größeren Rahmen, mit 100 Spielern. Und die hatten gestern ihre 4. Folge. So, das Problem war nur, das gesamte Ding stand schon von Anfang an unter keinem guten Stern, weil direkt am 2. Tag der Server komplett broken war, wo sich jemand reingehackt hat. Also nicht reingehackt, sondern er hat einen, ja, ein Client benutzt, von dem bekannt ist, dass er eine Sicherheitslücke beinhaltet, mit dem man sich halt in, ja, mittels nicht von Firewall geschützten Rechnern reinklinken kann. Und damit hat er praktisch den Server am 2. Tag erstmal komplett lahmgelegt, alle Spieler getötet, also in die Wand ist ja auch egal. So, und der 3. Tag, der ging dann wieder, und gestern war wie gesagt der 4. Tag. Und da war auch schon wieder Mabuse. Wahrscheinlich wegen dem DDoS-Angriff, keine Ahnung. Auf jeden Fall war gestern der Server andauernd down. Ja. Und da bin ich ganz froh, dass mein Server hier ein bisschen unbekannter ist und da ich vor solchen Sachen echt absolut keine Angst haben muss. So. Also langsam bewegen wir uns hier auf eine Fläche zu, die wir tatsächlich so benutzen könnten. Ich mache einfach mal was Riskantes. Ich gehe einfach mal darüber und baue mich jetzt hier hoch. Indem ich da einen Stein hinsetze. Indem ich da einen Stein hinsetze. Da einen Stein auch. So.
So. Ja, der hier war schon zu viel. Ah, der hat nochmal richtig Fackel hin. So, okay. So, schon haben wir hier ein bisschen bessere Fläche. Ups. Immer noch keine Monster, okay. Easy. Treppe fertig. Okay. So, sind wir jetzt auf dem Grund dieses komischen Gebildes hier oder geht es hier noch weiter runter? Es geht hier noch. Oh Gott, es geht noch weiter runter. Gut, wir gehen jetzt mal in die andere Richtung, hier lang. Na guck, was uns hier erwartet. Gar nichts, okay. Da würde ich Fackel machen, du Arsch. Okay. Hier geht's wieder hoch, na super. Und wieder runter. Und auch wieder steil runter. Ach nee, brauche ich gar nicht. Jetzt ist wieder größer. Ah, Kupfer. Bevor wir hier gar nichts finden, ist Kupfer zumindest besser als gar nichts. Na, wobei die Ausbeute hier auch wieder sehr bescheiden ist. Wir müssen also definitiv noch viel weiter runter. Aber sowas von definitiv. Oh mein Gott. Vor allem damit Kupfer uns überhaupt irgendwas bringt, brauchen wir davon mindestens 8 Stück. Das heißt also, diese zwei Kupfer bringen uns erstmal ja absolut gar nichts. Das ist echt bedrückend. Und hier geht's wieder hoch. Na super. Na super. Aber hier haben wir wieder ein bisschen Sinn. Ist ja wieder klar, das, was wir am wenigsten brauchen, ja. Davon haben wir hier massig. Okay, hier geht's irgendwo hin, irgendwo lang. Hm. Okay, doch, ich folge erstmal dem Weg und dann mal gucken, wo uns hinführt. Hoffentlich nicht direkt in den Lavasee. Oh, hier geht's wieder runter. Sehr schön. Ein bisschen steil für meine, für mein Nervenkostüm. Oh, ein bisschen sehr steil für mein Nervenkostüm. Ach du Kacke. Okay, das war's, aus Ende. Ab wieder nach oben. Tja, die Frage ist, welchen steileren Abstieg nehmen wir zuerst? Ach komm. Den hier oder den anderen, wo wir uns vorhin runtergebaut haben? Der hier sieht tatsächlich vielversprechend aus, der andere aber auch. Also, ja doch, komm, wir bleiben erst. Wir sind gerade hier, wir bleiben erstmal hier, alles gut. Ja, alles Gute kommt von unten. So, erstmal hier so versuchen. Erstmal auslöschen, damit ich überhaupt weiß, was. Wow! Eine Plattform. Wow. Die Plattform ist irgendwie geil. Vor allem kommt man hier dadurch. Nice! Ey, wow, die Plattform ist definitiv gewollt. Ah, Eisen! Oh mein Gott, ich habe Eisen gefunden. Hier, ich gleich mal ausleuchten, dass hier ein Monster kommt und instant wegsnackt. Hier haben wir auch nochmal Kupfer.
Und noch Eisen. Noch ein Eisen. Noch mehr Eisen. Ah, geil. Okay, gut. Dann bleiben wir erstmal also hier. Nee, also erstmal hier. So. Das andere macht grammatisch eher weniger Sinn. Okay. Ich hoffe, es ist gut genug ausgeleuchtet, damit hier keine Monster kommen. Jawoll, Eisen. Holla die Waldfee. Und noch mehr Eisen. Geil. Ja, und ich werde hier ein bisschen rumgraben jetzt an der Stelle, weil so selten wir Eisen finden, würde ich einfach mal immer dem nachgehen, dass in der Nähe von Eisen meistens noch mehr Eisen ist. Seht ihr? Da zum Beispiel. Von daher werde ich jetzt hier ein bisschen erstmal aushöhlen. Ich glaube mal, das lohnt sich definitiv. Das macht Sinn. Vor allem, wenn wir schon auslöschen hier. Das ist gleich ein Schatz. Okay, oh, wow. Ich wollte gerade sagen, okay, mehr ist hier wahrscheinlich nicht. Und in dem Moment kommt hier noch mehr Eisen. Geil. Gefällt mir. Nein. Wir haben 6 Eisen. Komm, ich mache nochmal hier eine Steinspitzhacke. Noch mehr Eisen. Oh wow, geil. Digga, ist gerade noch die erste Folge. Wir haben schon Eisen gefunden. Boah, hey. Okay, ich glaube, ich werde die gesamte Fläche hier aushöhlen. Digga, ist überall Eisen. Wie tief sind wir denn schon? Sind wir jetzt doch durch diesen extrem steilen Abstieg schneller nach unten gekommen, als ich dachte? Also ist klar, diese Höhle werden wir uns auf jeden Fall merken. Die Höhle ist extrem vielversprechend, weil wir sind gerade mit dem ersten von den 2 weiteren Verzweigungen. Heißt also, in dem anderen Ding kann nochmal mindestens genauso viel sein und wir haben noch nicht mal die hier komplett erforscht. Ja? Wir sind jetzt bei unserem ersten Eisenfund und haben jetzt bereits 13 Eisen. Gut, apropos 13 Eisen, ich schmeiß einfach mal direkt den Ofen an. Ja, das war dumm. Bitte, danke. So. Okay. Dann war das mich jetzt meine letzte Steinhacke und dann werde ich danach dann erstmal schon eine Eisenhacke bauen. Ich glaube, das lohnt sich hier. Vor allem, wenn wir hier erstmal alles aushöhlen. Ausholen. Höhlen? Doch aushöhlen, ne? Ich bin immer zu früh dran, ne? Kupfer haben wir jetzt auch schon viel, sehr schön. Können wir jetzt tatsächlich mal Bronze bauen? Geil! Läuft doch! Gut, wie weit ist das Eisen? Oh, schon fertig? Lol. Ja, Lolochow. Mal ein bisschen schön hier ausgeleuchtet, weil das Schlimmste wäre, wenn jetzt ein Monster kommt, vor allem so Dungeon Master. Wir haben eine Rüstung? Also Moment hier mal. Was für eine Rüstung haben wir denn? Seit wann haben wir eine Rüstung? Haben wir schon immer Rüstung? Ach so, eine Holzrüstung. Okay, doch. Dachte schon, wir haben jetzt hier schon Metall, also hier irgendeine Kupfer oder sowas Rüstung, weil eben, wir haben noch nie was gefunden. Wie kann ich eine Rüstung haben, wenn wir noch nie was gefunden haben? Andererseits, ich meine, wir spielen mittlerweile auf 4 Servern, da kann man auch schon echt durcheinander kommen, bei was man was hat. Aber eben, bei dem Carpeten und bei dem anderen, also wie bei dem Etherwheel Server, da ist das eher unwahrscheinlich, dass wir schon so viel haben, weil wir sind halt geizig.
Alles noch verbunden, weg. Und jetzt bitte einmal da. Oh, guckt euch das an. Ist das nicht geil? Gut, machen wir erstmal einen Break. Und dann geht es in der nächsten Folge mit der Eisenspitzhacke weiter. Gut, ich habe vergessen, die Aufnahme zu starten. Spaß. Okay. Na ja, gut. Das heißt, jetzt bringt natürlich relativ wenig, weil wenn ich sie vergessen hätte, würdet ihr es gar nicht sehen. Egal. Schau mit V.